Dieses Feuerwerk ist nicht nur ein Feuerwerk. Es ist auch eine Abschiedszeremonie für ein geliebtes Wesen. An der Bucht von Sydney nehmen Warren Blackwell und seine Freunde stilvoll Abschied von Blackwells Hund. Mit dieser Feuerwerksrakete geht auch die Asche von Gypsy über der Bucht in die Luft. Dort wird sie in alle Winde verstreut. Der Hund wurde nur 4 Jahre alt. Er wurde angefahren und starb, obwohl ihm sein Herrchen noch Mund-zu-Mund-Beatmung gegeben hatte. Aber diese traurige Geschichte soll hier nicht wieder hochkommen. Stattdessen soll das Leben von Gypsy gefeiert werden. Warren Blackwell ist der erste Kunde der Bestattungsfirma Ashes to Ashes und die bietet quasi eine Seebestattung als großen Abgang mit Knall. Umgerechnet etwa 750 Euro verlangt der Bestattungskünstler Craig Hull für so eine Zeremonie mit Musik und Catering. Überreste von Hunden will er jeweils zu viert auf die letzte Reise schicken. Auch Menschen könnten sich so bestatten lassen, findet Hull. Dann allerdings allein für umgerechnet etwa 3.500 Euro. Vielleicht ja auch am Rande eines Neujahrsfeuerwerks.